Hallöchen und willkommen zurück hier in Hanford-on-Beg, lieber unserer lieben Kayla und unserem lieben Raoul und der Landhausleben Teen Rex to Riches Challenge. Okay, ich musste jetzt gerade kurz überlegen, wie der Titel von diesem Let's Play nochmal war. Also, liebe Leute, es war super aufregend im letzten Part. Das Weihnachtsfest war chaotisch und interessant wie immer. Und wir hatten den ersten Einsatz als paranormale Ermittlerin mit Kayla. Und ich bin jetzt gerade hier noch in der Weltenübersicht, um nochmal euch zu zeigen, wo wir dann langfristig hinziehen, weil ihr habt eigentlich alle zugestimmt, dass wir das auf jeden Fall so machen können. Und hier in diesem Grundstück wohnt jetzt gerade Lavina auf einem 50x40 Grundstück. Und ich denke, das wird uns vollkommen ausreichen. Und dann hätten wir halt abgelegen natürlich hier hinten sozusagen das Café, was ich halt auch super schön finde, weil Hanford-on-Bagley ja auch einfach so eine ländliche Region ist, wo die Leute tatsächlich dann für so ein gemütliches Café wahrscheinlich halt auch ein bisschen weiter rein in die Natur reisen würden. Und ich hoffe, das wird so ein kleiner Touristen-Hotspot. So, und da sind wir jetzt. Das Winterfest ist natürlich noch nicht ganz vorbei, aber die zwei hatten auf jeden Fall einen richtig nicen Feiertag. Dann kann sie jetzt mal noch zu mit paranormalem Erfolg prahlen. Oh yes, please. Ich wollte gerade irgendwie so hingehen und einfach nur sagen so, hey, ich komme gerade vom Job und es war super. Der erste Einsatz ist tatsächlich glatt gelaufen. Wie geil bitte ist einfach dieses Pack ohne Mist? Oh, Mist. Das ist einfach immer so unterschätzt, dieses paranormale Phänomen. Ich, also, wow. Wow. Ah, geil. Und Clemens Frost, ja, Santa liegt ja einfach in unserer Badewanne mit einer Gesichtsmaske und Schild. Und Snacks denkt sich so, what the fuck, ich geh mal wieder. Mein Gott, was ein Bild für die Götter, ne? Ganz ehrlich, Leute, ganz ehrlich. Und das können wir ja gerade nochmal aufräumen. Kannst du vielleicht direkt gerade noch eine Zeremonie durchführen? Das wäre schon super, dass wir auf jeden Fall Ruhe haben jetzt die nächste Zeit wieder. Sie hatte ja auch schon die Mediumfähigkeit maximiert einfach. So krass, ey. Ganz ehrlich. Also, ich glaube, das wird cool. Das wird richtig cool. Danach muss ich auf jeden Fall dringend mal pieseln. Oh mein Gott, wir müssen diese ganzen Botengänge noch machen, ne? Also, ich muss sagen, ich finde das mit den Botengängen wirklich super nice gemacht. Aber man muss ganz ehrlich sagen, es ist schon echt anstrengend. Es ist schon sehr schwer teilweise. Aber okay, lass mal gucken. Wollen wir das nächste Mal... Was haben wir denn jetzt überhaupt? Warte. Donnerstag. Also direkt für den nächsten Tag. Das ist immer um 21.30 Uhr. Okay. Wollen wir mal eine für Fortgeschrittene versuchen? Wir versuchen es. 1500 Simoleons ist halt natürlich auch ein sehr geiles Honorar, muss man sagen. So, Raoul liegt schon in der Kiste, der ist müd. Kann ich aber auch verstehen, ist in Ordnung. Grundstück habe ich euch gezeigt. Und dann werden wir auf jeden Fall mal gucken, wie wir das umgesetzt bekommen. Clemens, könntest du jetzt vielleicht einfach mal gehen? Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist sein Outfit so voll iconic, ne? Das da kannst du mal wegwerfen, Kayla. Ah, nee, warte. Wir sollten sie vielleicht gleich, wenn sie da ready ist, erstmal auf Toilette schicken, weil sie sonst passieren hier Unglücke, ne? Lavina chillt auch noch hier rum um 1.15 Uhr nachts. Also sie scheint sich hier auf jeden Fall wohl zu fühlen. Alternativ können wir sie ja auch hier einziehen lassen und wir ziehen ins große Haus. Spaß. Das machen wir schon. Wir ziehen alle zusammen in das fröhliche Geisterjagd. Ja, toll. Also es geht ihr auf jeden Fall richtig gut. Sie ist super glücklich damit. Hat funktioniert. Gleichgewicht ist wieder hergestellt. Adräumsche. Würdest du bitte... Lavina! Ah, Lavina. Why? Why? Ich schicke sie jetzt einfach so nach Hause, ne? Weil. So, bitte. Kannst du... Geh jetzt einfach auf Toilette. Dankeschön. So, Snuggity Snacks. Überfressen von Sim-Nahrung belehren können wir mal machen. Winterfest war erfolgreich. Jawollo. Sehr schön. Und Raoul ist schon wieder wach. Na, wenn er ja wach ist, dann können wir ja mit ihm Dinge tun. Unglaubliche Geschichte erzählen. Und dann, wir können ihn mal fragen, ob sie Kinder wollen. Jetzt ist es natürlich wieder weg, ne? Frag mal, ob ihr Kinder wollt. Also, wenn der dich ja sagt, dann weiß ich auch nicht, ne? Hast du jetzt gefragt? Natürlich nicht. Ach komm, egal. So, egal. Du gehst jetzt pennen, bitte. So, er ist, es geht ihm gut. Snacks hat gelernt, kein Essen von Sims zu fressen. Super. Nicht top. Ist er jetzt schon ausgepennt oder was? Naja, geht so, ne? Okay, wir lassen ihn da mal sein Bad zu Ende nehmen und dann kann er danach ebenfalls nochmal schlafen gehen, weil der muss ja bestimmt auch arbeiten am nächsten Tag. Hervorragend. Kayla, wieso bist du schon wieder wach?
Was? Stopp. Wann ist das denn passiert? Leute. Wann ist das denn bitte passiert? Sie hat doch eine Antibabypille, oder spinne ich? Ajo? Ja. Na dann, also Spiel liegt, also ne, spielt uns ja in die Karten, muss man sagen. Okay, geh du mal schlafen. Ich habe keine Ahnung, wann das passiert ist, aber wir wollten das ja sowieso so ähnlich machen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es jetzt im letzten Part kommentiert hat. Das war nämlich eine von euch, die auch schrieb, es tut mir leid, dass ich jetzt kein richtiges Shoutout geben kann, aber fühl dich lieb gegrüßt, dass wir es ja so machen können, dass sie halt sozusagen aus Versehen wirklich schwanger wird und Lavina dann halt natürlich auch darauf besteht, dass die zwei heiraten und das von Raoul sozusagen verlangt, weil sie halt sozusagen der Meinung ist und so noch in dieser alten Denke halt lebt, dass sich das ja so gehört, wenn man halt Mädchen geschwängert hat, dass man die dann auch gefälligst heiratet. Also ich finde das wirklich großartig. Ich könnte jetzt natürlich auch irgendwie sagen, so von wegen heiraten wegen Schwangerschaft. Das geht ja durch den Mod, den ich drin habe, aber ich finde es trotzdem schöner, wenn wir eine normale, richtige Hochzeit feiern, ja. Also das hat halt schneller und besser funktioniert, als ich jetzt gedacht hätte. Hatte ich ehrlich gesagt eigentlich nicht erwartet, dass das jetzt so schnell geht. Aber ist in Ordnung für mich. Ist vollkommen in Ordnung. Wie schön es einfach verschneit ist, Leute. Ich lieb's. Ich lieb es sehr. Lavina. Kayla, danke, dass du mir vorgeschlagen hast, mit Tina Tinke abzuhängen. Wir hatten eine fantastische Zeit. Ja, aber gerne doch. Schwiegermutter. Okay. Ich lasse sie das da jetzt auf jeden Fall fertig kochen und auch essen, weil sie hat sich das ja bestimmt gemacht, weil sie eh Hunger hat. Jo, hat sie. Kayla. Ich habe den passenden Job für dich. Nee, danke. Wir haben schon einen Job. Ist zwar eine Freelance-Karriere, aber wir haben einen Job. Och, wie süß. Och, wie süß. Okay, du darfst aber jetzt essen. Ich hätte das jetzt eigentlich noch nicht so schnell unbedingt haben müssen, aber ist in Ordnung für mich. Dann geh dich doch mal schön übergeben, oder? Ach, geht gar nicht. Geht gar nicht. Kann sie auch gar keinen Schwangerschaftstest mehr machen? Nö. Okay. Auf mystische Art und Weise ist sie einfach schwanger geworden. Wir akzeptieren das. Können wir mit leben? Finde ich eh in Ordnung. So, schon 11 Uhr. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt gleich um die Tierchen kümmern. Und das läuft aber richtig gut hier. Es läuft, ja. Also wie gesagt, schneller als ich gedacht hätte, aber ist in Ordnung für mich. Absolut in Ordnung. Ja, bei so einem Wetter ist das halt natürlich nicht ganz so geil. Aber wie schön es einfach aussieht. Sorry, aber es ist halt echt schön. Dich verjagen wir mal. Ja, sie ist nicht wirklich gerade gerne draußen. Ich kann das auch nachvollziehen, aber wir müssen uns leider trotzdem um die Tierchen kümmern. Die sind ja halt nun mal auch draußen, ne? Okay, den können wir ernten. Das ist großartig. Dann geh mal alles ernten danach, weil dann können wir wieder einen richtigen, schönen Verkauf auf dem Markt machen. Was haben wir Donnerstag? Ich habe gehört, dass du dich mit Clemens Frost angefreundet hast. Jawollo. Den Weihnachtsmann könnte man schon als Freund haben. Du hast echt Wellen geschlagen, stimmt's? Nein, wir wollen keinen Job. Oh mein Gott. Kannst du da auch bitte alles ernten? Schnell, schnell, schnell. Füll mal noch schnell das Futter auf. Die Tiere haben halt auch eh gar keinen Bock, überhaupt rauszukommen. Ich kann es nachvollziehen. Danach kannst du einfach mal schnell, dringendst auf Toilette gehen. Raoul ist wieder da. Sehr schön, sehr schön. Wie war's denn, Boy? Du bräuchtest auch eine Dusche. Na, dann geh mal schnell. Und dann muss sie auf jeden Fall natürlich Raoul die Neuigkeiten erzählen, Leute. Aber witzig halt, sie nimmt einfach eine Antibabypille, aber ist halt schwanger, ne? Das muss mir mal einer erklären, dieses Spiel, ne? So, danach kannst du baden gehen. Super. Und dann werden wir Raoul natürlich davon erzählen. Weil, kann sich mal auch ein bisschen noch mehr mit Snacks anfreunden. Und dann spielen wir noch mit dem Laserpointer mit ihm sehr gut. Supi. So, dann. Große Neuigkeit erzählen. Ich bin gespannt. Aber er wird sich so oder so freuen. Weil ich glaube, ich weiß es gerade gar nicht. Wir können ja mal gerade reinschauen. Hat er das nicht irgendwo hier vielleicht stehen? Neutral. Ist okay. Er ist neutral dem gegenüber. Aber ich glaube, das wird ihm halt eh zusagen. Okay, kannst du jetzt mal aufhören zu baden? Es reicht, glaube ich. Oh, jetzt ist hier schlecht. Okay.
Kannst du ihm bitte erzählen, was los ist? Und? Okay, also. Wie sieht's aus, Boy? Wie sieht's aus? Gar keine Stimmung? Okay, gar keine Stimmung. Also sie ist auf jeden Fall super glücklich. All is well. Alles ist gut. Also sie findet es auf jeden Fall super. Dann können wir mal gucken, was haben wir denn hier noch Feines, was wir hier... Du kannst dich ja mal begeistert darüber zeigen. Mal gucken, ob er dann irgendwie reagiert. Aber gut, neutral heißt halt auch neutral, ne? Wieso kann ich seine Stimmung eigentlich nicht sehen? Hey, mein Sohn, ich wollte nur sagen, dass ich trotz allem dankbar bin, dass ich dich habe. Wenn du nicht beschäftigt bist, kommst du gerne zu... kommst du gerne zu mir kommen? Okay, ist ein bisschen schlecht übersetzt. Dann reisen wir wahrscheinlich direkt hin, ne? Nee, ich habe jetzt gerade leider viel zu tun. Na toll, negativ. Das ist ja ganz toll. Errötend, kokett, verknallt. Okay, also er hat tatsächlich keine, kein Gefühl dazu. Okay. Okay, gut. Von mir aus in Ordnung. Dann schauen wir einfach mal, wie es sich weiterentwickelt. Und jetzt... Oh, jetzt ruft sie schon wieder an. Oh, hey Schatz, ich bin's Mama. Wann kommst du zu Besuch? Ich habe mir bei deiner Erziehung so viel Mühe gegeben. Du könntest zumindest ab und an vorbeikommen und deiner alten Mutter sagen, dass du sie liebst, oder? Mutter, wir werden sogar mit dir zusammenziehen. Also ich glaube, das reicht. So, ach, sie kann ja herkommen. Nun ja, okay, wenn du nichts vorhast, komme ich vorbei. Bis gleich. Na schön. Sehr, sehr schön. Jetzt machen wir aber Folgendes, Leute, weil es ist schon überfällig und jetzt passt es natürlich doppelt und dreifach gut und wir werden die zwei umstylen. Auf, wie geht's? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Raoul, ach, der ist ja auch hitzköpfig, das wusste ich, habe ich das irgendwie gar nicht richtig abgespeichert, ne? Egal. Auf jeden Fall bin ich halt so, ich finde ihn ja so cute, wie er eigentlich ist, ne? Also die Outfits, die sind schon geil. Das da werden wir wahrscheinlich ändern, das da höchstwahrscheinlich auch, das auch. Aber die anderen, die hier, ich finde die schon so geil, dass ich die, glaube ich, lassen werde. Und ich habe natürlich für Kayla auch ein Ghostbusters-Outfit besorgt. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal los und starten mit dem Umstyling. Okay, meine Lieben, das hier ist jetzt also unsere neue Kayla. Ich habe ihr ein bisschen eine andere Frisur gegeben. Jetzt so ein bisschen hochgesteckter, also schöner Zopf. Ein bisschen dunkler ist sie geworden, weil ich finde, das macht sie halt irgendwie direkt so erwachsener. Es ist total bescheuert, aber ja, es ist tatsächlich so. Und ich habe sie aber trotzdem immer noch relativ sportlich leger gelassen. Also hier, das ist so ein typisches Running Mom Outfit, ne? Ich muss gerade schnell die Einkäufe erledigen, bin gleich zurück, so, ne? Fand ich einfach irgendwie süß und ich finde, sie ist irgendwie so dieser Latzkleid und Latzhosentyp. Ich weiß auch nicht, wieso, oder ich mache sie dazu, keine Ahnung. Das hier ist das Ghostbusters Outfit, was ich wirklich großartig finde, jetzt mal ganz ehrlich, ja? Und ich habe manche Sachen auch gelassen, wie zum Beispiel das Kleid hier, fand ich halt trotzdem ganz süß. Die Sportsachen habe ich auch gelassen, da hat sich nichts dran geändert. Das Gemütliche habe ich gelassen, hier habe ich ihr ein bisschen was Sexyes gegeben, ne, weil sie ist ja jetzt trotzdem auch eine junge Erwachsene. Und hier habe ich auch nicht, das finde ich auch mega süß. Ich weiß nicht so richtig, ob die Schuhe mir dazu gefallen, aber ich finde es mega süß. Es ist halt trotzdem eher alles so sehr bodenständig und so ein bisschen immer noch das Farmleben live so, ne? Und hier auch Latzhose. Ich finde halt, Latzhose steht ihr super gut. Und halt hier ein anderes Top einfach mal, dass wir so ein bisschen Abwechslung haben. Aber im Grunde ist es immer noch der gleiche Style. Das habe ich sogar komplett gelassen, bis auf die Schuhe. Ich weiß nicht, die haben mir irgendwie nicht mehr dazu gefallen. Das hier ist halt auch eher so ein richtiges erwachsenes Mami-Outfit. Finde ich halt richtig cool. Und halt sowas Gemütliches dann noch für den Schnee jetzt. Und das hier ist jetzt unser guter Raoul. Oh mein Gott, er ist so ein schöner Sim. Jetzt mal ganz ehrlich, der ist
so süß. Ich habe ihm halt auch eher so die klassischen Farm-Outfits gelassen. Das hier ist, glaube ich, einfach nur seine Frisur in Custom-Content-Version. Ich finde die so schön. Ja, hier auch eher so ein bisschen sportlicher, so ein bisschen jugendlicher halt einfach, weil sie sind ja junge Erwachsene, aber halt, ja, trotzdem immer noch Farmboy. Das hier ist übrigens einfach nur eine Custom-Content-Version von so einem Farmleben-Ding. Ich weiß gar nicht, wo ich das her hatte. Es tut mir wahnsinnig leid. Genau, und hier habe ich ihm auch teils halt die Farm-Outfits gelassen, weil ich das einfach schöner finde. Das hier, Raoul in Pyjamas ist halt genau das, ne? Er ist halt der gute Boy vom Land. Und das ist er auch geblieben, war mir halt auch wichtig. Hier zwar so mal so ein bisschen schicker, aber halt so diese ganzen Styler-Outfits so, ne? Dieses super lässige, super moderne ist halt auch nicht er, ne? Ist nicht er. Liebe Leute, ich hoffe, sie gefallen euch, die zwei. Und ich bin so gespannt, wie das Kind aussehen wird von den beiden. Oh mein Gott. Oh, das wird echt aufregend. Da sind unsere zwei Hübschen und Maxis, bitte hört auf, irgendwelche Grundstücke zu favorisieren. Ist ja total toll, aber mich nervt das. So, auf jeden Fall, was haben wir jetzt? Donnerstag, 18.21 Uhr. Also ihr geht es wirklich absolut großartig. Lavina ist natürlich auch schon wieder am Start. Ist das Lavina? Nein, wer bist du? Axel Breuer, wir kennen dich noch nicht mal. Stell dich mal freundlich vor und dann kannst du auch schon direkt sagen, ja, erzähl ihm halt mal von der großen Neuigkeit. Was, schon wieder ein Feuer? Oh, Leute. Tina Tinker. What's your problem, girl? Du bist auch schwanger. Kann es sein, dass du schwanger bist? Sie sieht auf jeden Fall sehr schwanger aus, finde ich. Raoul klärt. Hervorragend. Absolut hervorragend. Hier ist ein... Und sie brennt immer noch. Könnt ihr bitte Tina löschen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Könnt ihr bitte Tina löschen? Löschen. Lösch sie einfach. Oh mein Gott, ich will nicht, dass hier jemals ein Sim stirbt auf diesem... Du hast mir buchstäblich das Leben gerettet. Ja, Tina. Sehr gern geschehen. Ach, Tina, Tina. Erzähl mal die große Neuigkeit. Tina scheint ja scheinbar auch schwanger zu sein. Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können uns ja mal ein bisschen mit ihr anfreunden. Versuch sie mal zu trösten. Super. Und Michael Bell ist auch am Start. Natürlich. Natürlich. Verschöner mal seinen Tag. Und erzähl auch ihm mal die große Neuigkeit. Weil wir freuen uns ja. Ist Lavina noch da? Yo. Lavina ist noch da. Chillt mit ihrem Sohn hier. Sehr schön. Kann Raoul ihr es erzählen? Das würde ich ja voll toll finden, ne? Lasst mal gerade gucken. Ah, ich glaube nicht. Schade. Ich würde es so schön finden, wenn er ihr das jetzt sagen könnte. Leider nein. Sehr persönliches Gespräch. Wir führen mal ein sehr persönliches Gespräch mit unserer Mutter und sagen dann einfach, dass er es ihr gesagt hat, ja? Echt schade, dass es nicht geht. Ich hätte mich voll gefreut. Ach, ihr können wir die große Neuigkeit irgendwie nicht erzählen, oder? Sieht aktuell nicht so aus. Vielleicht kennen wir sie nicht gut genug dafür, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich ist das ja sowas Positives. Wahrscheinlich kennen wir sie noch nicht gut genug dafür. Ich weiß es nicht. Gib ihr mal ein paar Kochtipps. Schließlich hast du die Kochfähigkeiten maximiert. Drück mal deine Fröhlichkeit aus. Führe ein vertrauliches Gespräch über Hanford und Bagley. Und ich würde ihr jetzt halt ganz gerne echt sagen, dass wir schwanger sind. Oh, wir müssen los. Okay, wir sind erstmal, sorry, wir müssen los. Wir sind auf dem Sprung, wir müssen zu einem Auftrag, ne? Okidok. So, Kayla, erstmal, please, wo bist du? Wo bist du hingeglitscht? Oh mein Gott. Wo ist sie? Wo ist Kayla? Ah, sie ist nach unten gegangen. Hervorragend. So, erstmal bitte das richtige Outfit. Wir müssen das jetzt einmal hier sehen. Live in Action. Hervorragend. So, dann lass mal gerade gucken. Ach, ich hasse diese Apartmentgebäude, ne? Die sind immer so glitchy. An die Tür klopfen. So, das müssen wir jetzt tun. Das ist die Kundin scheinbar, die gute Penny. Der können wir uns dann mal freundlich vorstellen. Und dann können wir auf jeden Fall schon mal diese Symbole hier aufwischen. Kamen diese Hände aus dem Boden einfach so aus der blanken Erde? Oh mein Gott, ja, kamen sie. Okay, können wir bitte an die Tür klopfen? Kayla, wir haben nicht ewig Zeit. Ach, geht doch. Geht doch. Super.
Okay, so, dann machen wir hier erstmal die ganzen Puppen weg. Sehr schön. Können wir mit der Kundin eigentlich auch irgendwas machen? Wir können uns mal freundlich vorstellen. Okay, warte. Nee. Du musst mal hier die Geister entfernen. Uah, hör auf, so rumzufliegen. Bitten zu gehen. Was sind das für Dinger? Ja, wir versuchen es ja wegzumachen. Stell mal einen Seance-Kreis. Aber Moment, vielleicht. Maybe. Kayla, what you doing? Hörst du bitte auf zu schlafen? Du musst diese Viecher da vertreiben. Und hier haben wir noch die Symbole. Aufwischen. Ich muss sie gerade wieder umziehen. Geht das? Bitte, danke. Bitten zu gehen. Und sie hat einfach selbst Angst. Kayla, das ist nicht hilfreich. Das ist nicht hilfreich, wenn du selbst Angst hast. Oh mein Gott, jetzt hat sie selber Angst einfach. Oh, okay, perfekt. Angst ist wieder weg. Sehr gut. Der da müsste jetzt bestimmt gleich weg sein. Hoffentlich. Jawohl. Okay, das wird. Aufwischen. Schnell. Do it. Haben wir noch irgendwas hier in der Wohnung? Oh, das ist noch so ein... und nochmal so Zeugs. Okay, schneller. Oh, ich hoffe, wir schaffen das. Aber das sieht gut aus. Das sieht jod aus. Das war mal so eine nette Nachbarschaft. Ja, wir machen es auch wieder dazu. Kein Problem. Ja, verstehe ich. Aber kümmere dich bitte erstmal gerade noch um die mysteriösen Symbole. Und ich glaube, dann haben wir es auch schon geschafft. Ich glaube, dann haben wir es geschafft, Kayla. Und? Das war's bitte, oder? Ich denke, das war's. Ja, fast. Okay, irgendwas muss noch da sein. Aber was? Ich sehe es nicht. Hier in der Ecke irgendwas? Nee. Alles gut. Okay, sie geht mal gerade pieseln. Ist in Ordnung. Dann kann sie ja vielleicht danach nochmal ein Seance... Oh, da ist noch ein Symbol jetzt erschienen. Aber mal einen Seance-Kreis auf. Ach, jetzt geht's schon nicht mehr. Zu müde. Ach. Oh mein Gott. Also wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wenn sie halt für die Aufträge losgeht... Sehr gut. Gute Arbeit, Ermittlerin. Der Frieden wurde wiederhergestellt. Fürs Erste. Zurück nach Hause. Ja, geil, Leute. Das läuft so richtig gut mit uns als Ghostbusterin hier. Was für ein Arbeitstag. Sie bringt 1500 Simoleons mit. Jawollo. Okay, dann geh nochmal schnell pieseln und dann ins Bettchen, weil du bist schon ganz schön müde. Und Raoul, wie geht es dir? Dir geht's Bombe. Was hast denn du gemacht? Pflanzen abernten. Kann man aber zum Ernten? Ich habe schon wieder Kayla alles ernten lassen, ne? Egal. Geh mal alles ernten, bitte. Ich glaube, ich hole ihm jetzt einfach gleich ein Buch oder so. Weil jetzt im Winter ist halt auch echt schwierig mit den ganzen Pflanzen und so, ne? Jo, Pflanzen abernten hat er abgeschlossen. Okay, Leute, warte mal. Haben wir irgendwo ein Bücherregal? Doch, haben wir hier. Ich hole ihm das Gartenbuch, weil jetzt im Winter kommen wir sonst nicht vorwärts. Fähigkeit. Gärtnern. 1, 2 und 3. Leisten können wir es uns ja. So, dann kannst du bitte mal das Gärtnernband 1 lesen. Ah, thank you. Ja, top. Das war's schon. Na, das ging ja schnell. Egal, ich lasse ihn mal noch ein bisschen lesen. Finde ich super. Dann nehme ich aber in der Zeit mal den Weihnachtsbaum weg, weil den brauchen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Wir packen ihn mal ins Inventar, weil hier ist schon... Ah, stimmt, wir haben ja Dinge bekommen. Stimmt. Okay, Sekunde. Wir haben ja voll der gute Stuff bekommen. So eng, Leute, ne? Das ist alles so klein und... Ach je. Okay, ich stelle das Schachbrett jetzt erstmal so. Ein riesiger Staubhügel. Nee, den können wir... Ich kann es behalten. Ach, ich habe ja auch noch eine Werkbank. Oh mein Gott. Ja, der Meditationshocker, den hatten wir ja auch irgendwann mal. Der passt halt leider irgendwie nirgendwo mehr hin. Ah, Moment. Mir hatte eine von euch was in die Kommentare geschrieben und das möchte ich jetzt gerade ganz gerne ausprobieren. Und zwar hatte, ich weiß nicht mehr, wer das war, mir jemand, wie gesagt, geschrieben, ich hänge das einfach gerade mal dahin, dass wir doch den Kühlschrank hier vorne hinstellen könnten. Jo,
Yo, 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 das funktioniert. Supi. Sehr, sehr gute Idee. Sehr gute Idee. So, aber... Wo hänge ich jetzt hier diese Kräuterdinger hin? Ach, ich kann sie auch verkaufen, oder? Wir brauchen sie nicht unbedingt. Das passt. Gefällt mir auf jeden Fall, glaube ich, besser. Ist irgendwie ein bisschen luftiger, ne? Ja, weil dann steht es da nicht mehr so gekletscht in der Ecke der Kühlschrank. Ich glaube, das da ist gut. Perfekt. Ach so, jetzt habe ich da gar keinen Stuhl dran gestellt. Naja, ist egal. Wir werden ihn höchstwahrscheinlich sowieso nicht benutzen. Ach, komm. Komm, komm, komm. Sekunde. So, da kann wenigstens einer schon mal Schach spielen. Sofern irgendwer will. Also, Leute, auf jeden Fall werden wir das ja ganz klar machen mit dem Umzug. Jetzt ist sie ja tatsächlich schneller schwanger geworden, als ich es irgendwie geahnt hätte. Also, keine Ahnung, wann das einfach passiert ist. Ich weiß es nicht. Aber irgendwann muss es passiert sein, ne? Also, keine Ahnung, aber es ist egal. Wir nehmen es, wie es kommt. Dann hatte nämlich die Lyra noch geschrieben, so, wir können ja auf jeden Fall so eine Art, also mit dem Café so eine Art eigenen Dorfladen aufbauen, wo sie dir an die eigenen Produkte verkaufen, eingemachte Eier, Sachen, Eier und so weiter. Das werden wir auf jeden Fall so machen. Das hatte ich ja ursprünglich auch angedacht, dass sie tatsächlich so ein Grundstück in der Stadt kaufen, aber wir denken das Ganze jetzt ein bisschen um, aber wir werden auf jeden Fall unsere eigenen Erzeugnisse verkaufen. Die Simsy Full findet die Idee auch super, Scooby ebenfalls und der Sascha ist noch neu hier. Ganz herzlich willkommen. Freut mich auf jeden Fall sehr. Es gefällt ihm. Lieben Dank. Und die Sasa hatte noch geschrieben, dass Kayla ja vielleicht auch die Kräuterfähigkeit noch erlernen kann. Finde ich auch mega cool. Wobei ich ein bisschen am Überlegen bin, ob das zu Kayla... Wobei, sie hat die Kochfähigkeit schon maximiert. Da liegt Kräuter nah. Also das können wir uns auf jeden Fall alles anschauen, wenn sie im neuen Grundstück sind, wir Platz auch haben, dass wir vielleicht so einen Fähigkeitenraum irgendwie anlegen können oder so. Ja, wo wir all diese Dinge auch einfach unterbringen können. Und sie hatte auch noch geschrieben, wir müssen halt mal gucken, ob das klappt mit dem Café und mit den Tieren dann. Ob die dann immer noch eigene Erzeugnisse produzieren oder nicht. Ich denke, das werden wir herausfinden. Oh mein Gott. Aber sie sieht echt, sie sieht schön aus, ne? Ganz ehrlich, sie sieht schon, guckt sie euch an. Unsere schnieke, süße Kayla. Sie wird einfach so schnell erwachsen jetzt. Und diese Möppels, ne? Diese Boobs, ey, die sie da hat. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Genau. Und ja, das mit dem Umzug ist auf jeden Fall von allen von euch genehmigt. Finde ich auch wirklich super gut, dass ihr die Idee genauso schön findet. So, dann kannst du ja vielleicht mal hier putzen und dann auch noch leicht staubsaugen, weil du findest das ja immer so toll. Und dann kannst du ja vielleicht mal gucken, ob du dein Baby mal fühlen gehst. Ja. Geh mal dein Baby fühlen und frag mal nach dem Entbindungstermin. Ach, wie süß. Die zwei. So, ich habe eigentlich immer noch irgendwie diesen Ultraschall-Mod installiert, aber ich habe hier keine Option, dass ich dahin fahre. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es ist leider so. Es funktioniert nicht. Sonst hätte ich auch einen Ultraschall mit euch gemacht. Aber leider geht das nicht. So, die zwei Schnubbels. Ach, guckt sie euch an. Oh. Es ist so süß. Ganz ehrlich. Ihr seid so zwei Schnubbels. Es wird aufregend mit euch. Es wird aufregend. Ach, hatte sie ihm noch nicht die große Neuigkeit? Erzähl mal über die Baby-Dekoration. Aber ich dachte, wir hätten ihm es schon erzählt. Hat er jetzt eine Stimmung? Nö. Ja gut, wie gesagt, neutral halt, ne? Neutral halt. Aber es ist irgendwie seltsam, dass er wirklich so gar nichts irgendwie... Naja. So, es geht ihm absolut hervorragend. Das heißt, er kann auch auf jeden Fall gleich dann gut gelaunt zur Arbeit gehen. Kayla, du bist ganz schön müde. Wie wäre es, wenn du ein Nickerchen machst? Und dann dich natürlich jetzt am Tag auch um den Garten und alles wieder kümmerst. Oh, diese Nachbarschaft ist aber auch einfach nur ein absoluter Traum, Leute. Okay, genug. 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 It's enough. Du kannst ja mal hier, guck mal, das kannst du auch noch vielleicht wieder wegsaugen. Sehr, sehr schön. Guck mal, da gammelt irgendwas vor sich hin. Das kannst du jetzt gleich noch aussortieren. Ich glaube, muss er heute zur Arbeit oder hat er frei? Ach, er muss erst in 23 Stunden wieder. Das heißt, er hat heute einen freien Tag. Na, das ist doch schön. Das ist doch richtig toll, weil dann kann er ja sich ein bisschen um die Tierchen kümmern, weil Kayla ist halt noch nicht ganz so hundertprozentig fit. Es ist bald schon wieder Silvester. Oh mein Gott, Leute. Dann putz mal Freddy und hier müssen wir auf jeden Fall, oh, dringend Futter verstreuen bei den Tierchen. Und natürlich auch den Stall säubern und hier ebenfalls den Stall säubern.
Sehr schön. Also die zwei, ganz ehrlich, das ist halt auch ein Leben, ne? Das ist auf dieser Farm und so. Oh mein Gott. Wenn das mit den Tieren nicht immer so unfassbar viel Arbeit wäre und man dann halt nie in Urlaub fahren könnte, würde ich es auch glatt machen. Wir haben tatsächlich in Real Life mal über Hühner nachgedacht, aber wir schaffen aktuell den Gemüsegarten wahrscheinlich in dieser, also in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht mehr. Mal gucken, vielleicht mache ich nur ein kleines Beet oder so. Verstreu mal noch mehr Futter, weil ich glaube, die brauchen halt eh noch mehr. Who's calling? Rami! Es ist schön, deine Stimme zu hören, Raoul. Ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass ich Victor Feng ein bisschen besser kennenlernen sollte. Er scheint recht nett zu sein. Ja, mach das doch ruhig. Mach das doch ruhig. Kein Problem. Supi. So, dann kann er danach auch auf jeden Fall nochmal wieder alles ernten. Okay, er muss hier mal wieder eine Seance durchführen. Es ist aber halt auch echt so krass. Ach, Lavina ist vorbeigekommen. Hi, Mom. Das ist einfach echt so krass, finde ich, dass das halt auch wirklich so kurzfristig immer nur anhält, ne? Und Snacks hat ein Feuer entdeckt und Lavina brennt. Oh mein Gott. Und Kayla löscht. Kayla löscht, ist in Ordnung, alles jod, nichts passiert, ne? Mach schnell eine Seance, Kind. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Oh, unterbrochen. Das ist natürlich nicht so gut. Aber gut, da mäste nix, ne? Oh, die sind auch schon fertig. Ja, dann ernte die doch auch mal bitte. Sehr gut. Haben wir noch Riesenfeldfruchtsamen? Ich glaube nicht. Wir machen mal Aubergine und Pilze. So, dann kann er die nämlich pflanzen. Hast du einen Dünger? Nö. Aber Kayla hat bestimmt noch Dünger, gell? Oh ja. Sehr gut. Ich finde das echt so entspannend, dass die zwei sich jetzt hier zu zweit immer um alles kümmern können. Das ist wirklich gut. Hey Kayla, ich wollte heute etwas tun, um mich selbst zu verwöhnen. Ja, das hört sich doch gut an. Dann geht ihr zweimal ins Nagelstudio. Toll. Das war jetzt zwar alles nicht irgendwie das Richtige, aber das noch am ehesten meinetwegen. Meinetwegen. So. Geh mal noch den Rest bitte ernten. Dankeschön. Dankeschön. Also, liebe Leute, ich sag jetzt Raoul gerade noch, dass er die Post holen soll. Und dann gucken wir, Kayla geht wahrscheinlich jetzt gerade da ins Nagelstudio oder wie auch immer. Hat auf jeden Fall 15 Simoleons gekostet. Na top. Wieso kannst du nicht die Post holen? Kommst du da nicht dran? Keine Ahnung, scheint irgendwie jetzt gerade auch nicht so richtig zu funktionieren. Ach, ist das... War das in der Post? Nee. Das hat sie nur zubereitet. Okay, dann isst das doch mal. Sehr schön. Und mit diesen zwei süßen und glücklichen Pärchen, die jetzt tatsächlich ihr erstes Kind erwarten. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob es bei einem Kind bleibt oder ob es mehrere Kinder werden. Ich weiß es noch nicht, Leute. Ich weiß es wirklich noch nicht. Werde ich den Part jetzt an der Stelle beenden? Ich habe absolut gerade gar kein Gefühl mehr, wie lang der wird. Ich nehme auf jeden Fall über eine Stunde auf. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dieses unerwartete Baby ist für euch ebenfalls fein. Also es war ja eh geplant, dass es früher oder später passieren wird. Jetzt ist es schneller passiert. Okay, von mir aus. Und ihr dürft super gerne eure Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Und gebt dem Video super gerne ein Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao!